Alter! Tief religiös, okay. Ah, cool. Sollte man den mal erzählen, ne? Hat Unterlassungsklage eingereicht. Aber wir können ja mal wieder am Geldautomaten Geld erwerben. ...1280 hat sich ja mal wieder gelohnt. Bipolare Störung. Hey, pass auf. Sorry, sorry, ich wollte nicht. Ich das ist die Steuerung, das bin ich nicht. Das ist verlobt? Ach süß, und er auch? Amateurverlobt. Okay. Die müssen DedSec das Handwerk legen. Warum interessierst du dich eigentlich so für Vielleicht haben die mich auch gehackt, vielleicht nicht. Das ist das Problem. Wie soll man das wissen? Die haben andere Ziele. Die verschwenden ihre Zeit nicht für einen Niemand wie dich. Vielleicht hast du recht. Vielleicht hast du auch einfach keine Ahnung. Also leck mich. Okay, also ein paar Leute gegen DedSec. Oh, sorry. Oh, ein neues Auto. Okay, er ist hier irgendwo. Ich muss vorsichtig sein, unentdeckt bleiben. Mal sehen, was der Profiler sagt. Ja, ich habe das noch überhaupt nicht verwendet, das Teil. Waren wir vorhin schon? Die Antrag Überlebenskünstler? Da wären wir. Er muss ganz in der Nähe sein. Hat im College ein. Du bist ein Arschloch. Warum bin ich denn ein Arschloch? Es ist wahr. Sag bloß, du würdest nicht dasselbe denken. Ganz bestimmt würde ich nicht dasselbe denken. Sogar sie hat zugegeben, dass ihre Tage das Wochenende versaut haben. Ich habe ihr nur recht gegeben. Und jetzt bin ich das Arschloch? Das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Er ist in der Nähe. Ich kann es spüren. Wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Es ist aus. Du irrst dich gewaltig. Ich bin nicht fertig. Hau endlich ab. Ich schrei gleich. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Komm her. Komm her. Nein. Nein. Die Kamera steuert. Nein. Oh Gott, ist der schnell. Und ich muss ihn auch noch einholen. Verbessert, sehr gut. Leider habe ich ihn gekillt. Opfer unverletzt, Verbrecher neutralisiert. Was? Gott im Himmel. Habe ich die Knarre wieder weggesteckt? Nee, habe ich natürlich nicht. Aber ich habe neue Fähigkeiten. Hat er mir gesagt. Ah. Jetzt kann ich schnell. Okay. Egal. Okay. Nikki, hey, ich weiß, die Party läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick, ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz
ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, hm? Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst, ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Scheck. Nein, das... Erschreck mich doch nicht so. Ja. Auto auf Abruf, okay. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie wir jetzt hier die scheiß Waffe wegstecken, weil die gucken die ganze Zeit schon so. Lass mal hier jetzt hinstellen. So, Option, Steuerung, Tastatur, Maus, Steuerung anpassen, Fokus, Smartphone, zu Fuß, allgemein. Okay, Sturmwaffe ausrüsten, 1, Pistole ausrüsten, Sonderausrüste, ja. Okay, wie kann ich jetzt, kann ich dann einfach langsam gehen, alt, okay, das ist schon mal gut zu wissen. Entdeckung gehen, C. Ziehen, wegstecken, ah, da haben wir es doch, ah, alles klar, T. Ah, schon besser. Jetzt kann ich hier schön mit alt wegschlendern. Schön. Ex-Militärangehörige. Warte kurz, mein Sohn. Ich führe dich zum Glauben. Oh, ich weiß, was du jetzt denkst. Ich will dir Gott verkaufen, aber so ist das nicht. Nimm dir eins, dann siehst du es. Okay, Mann. So nah stehen wir uns auch nicht. Plant. Junggesellenabschiedsparty ist cool. Ein kleines bisschen zu nah. Ist der Hilfelehrer. Ja, aus Sonntagsschule. Mehrfach geschieden. Cool, dein Auto hätte ich gern. Ich soll Auto auf Abbruch verwenden, oder was? Was ist mit denen da? Aufstrebender Künstler. Schreibt Drohbriefe, volles Bankkonto. Der ist mir. Nö, du brauchst dein Geld. Comicbuchsammlerin, oh cool. Ja, bei 10, bei so einem Gehalt, also. Nein! Wollte ich gar nicht. Ah, cool, doch, wollte ich. Ich hätte gern deine Musik. Lass mal scheren hier, kriegst auch meine. Ich muss eigentlich jetzt, ich will jetzt nicht. Muss das denn wirklich sein? Was hast du denn schon für Musik drauf? Fetisch-Pornoseiten. Kantinenkoch. Ja. Was kam bei dem Hacken eigentlich? Bankkonto. Bei ihm? Hä? Talentsucher? War es nicht auch irgendwas von wegen? Hä? Doch, Talentsucher, genau. Es sind so viele Menschen hier. Eines tödlichen Überfalls verdächtigt? Was? Hm. Okay, Cógelo con calma. Ja, schön für deine Blutgrube. Stand-up-Comedian. Bitte, was ist mit dir? Ich würde ja gerne mal so ein paar Leuten hier einen reinhauen, aber... Augen auf, Mann. Manchmal ist es auch so... Dann können die, so Personen. Oh. Was soll ich sagen? Manche Leute, die können alles gefaked haben, irgendwie Abschluss oder was auch immer,
können aber trotzdem in dem, was sie tun, einfach aus der Erfahrung heraus, weil die es schon so lange tun, richtig gut sein. Besser als irgendjemand anderes. Deswegen muss man da irgendwie mal deswegen muss man das alles so ein bisschen differenzieren, ne? Und wenn ich jetzt hier so hacke durch die Gegend, ihr merkt das ja schon, ich versuche immer die Leute zu hacken, die irgendwie, ja, naja, ihr merkt ja ungefähr, wie ich da vorgehe, dass ich halt die Leute, die mir sympathisch sind, eher nicht hacke. Holzarbeiter, bla bla bla. Kann jetzt hier einfach, ich würde gerne durchgehen. Fahr mal weiter. Nee, Kollege, ich will. Danke. Weil irgendwas gibt's da. Wieder wird von. Okay. Blum. Das sind die Leute ja, die diese Software überhaupt online gestellt haben. Die haben zufälligerweise, also Ubisoft hat da zufälligerweise auch die Seite dazu online gestellt. Dieses CTOS, was hier überall in Chicago vertrieben wird. Das ist ja von dieser Bloom Corporation, wie auch immer. Nation of Islam, meinetwegen. Boah, und so weit, da schnappe ich mir erstmal ein Auto. Gibt's denn geiles? Aber blöd, dass ich das direkt vor meinem Hotel mache eigentlich, ne? Motel, wie auch immer. Aber hier, den würde ich schon mal nehmen. Der Scheiß. Dann fahren wir doch erstmal. Ihr seht schon wieder, meine Künste hier im Autofahren sind echt legendär. Ja, geht gerade mal. Wow, Scheiße. Haben wir zum Mitsubishi Evo-Verschnitt hier. Sollte man nicht normalerweise keine Aufmerksamkeit erregen? Hey, Pech gehabt. Sauber. Ein Spinner mehr. Was hat er denn vor? Ich hack mal die Kamera, dann habe ich eine bessere Übersicht. Krass, hat ein fotografisches Gedächtnis. Da hinten. Ja, lauf jetzt! Oh Mann! Ja, super, dass die Aktion vorgeschlagen wird. Ich muss aber erstmal dorthin kommen. Los! Schneller! Alter, 16? Kann ich da nicht irgendwas machen? Wie alt ist der? Klinisch depressiv. In Behandlung wegen Alter 25 und der brennt Häuser an. Komm her. Verbrecher neutralisiert. Und? Ey, ich hab das doch, das Verbrechen verhindert. Scientologe.
Ja, zeig mir was. Ja, meinetwegen. Protest. Nein, nicht schon wieder. Bist du bescheuert? Was hast du für ein Problem? Ey! Ich will hier weg. Komm her, dich krieg ich. Da schlägt er einfach den Typen nieder. Was mit dem? Das läuft ja schon mal ganz gut. Wow. Komm her, ich krieg dich. Ich krieg dich. Mann, ich wollte eigentlich zu meiner Familie und da ist ein scheiß Schild im Weg. Was mit dem? Was machst du jetzt? Mach dir mal keine Sorgen. Ich hab eine Versicherung. Ich hab E-Mails, die beweisen, dass sie Kunden bescheißen. Oh oh. Nein, ich sag doch, ich krieg das geregelt. Ich hab die E-Mails eine Weile gesammelt. Ich bin der Einzige, der Champagner trinkt. Hm. Und da ist noch ein Punkt zum Hacken. Gott, die Stadt ist so scheiße groß und ich nehme schon wieder über 30 Minuten auf. Ladendieb. Okay. Ich hätte gern wieder ein Auto. Das sind noch hübsche Autos. Die, oh, cool. Es war ziemlich blöd, dass ich das an der öffentlichen Tankstelle mache. Islamophob. Sorry fürs Unterbrechen, aber ich habe jetzt noch voll Bock, den Teil rumzudüsen. Das macht ja richtig Fun, soll zumindest richtig Fun machen. Ups. Hoppala. Oh, eine Handbremse, die es natürlich hier nicht gibt. Ja? Bei mir? Ein cooles Objekt bei mir? Oben oder unten? Oder steht vor was? Wo ist das Teil? Und da gab es gerade Musik. Hier oben scheinbar nicht. Internetblogger. Was macht die? Nehmen wir. Das ist die. Oh, der Arme. So. Ich hätte jetzt gern das Objekt, wenn ich jetzt schon mal wieder zurückgefahren bin. Hä? Was tue ich da? Könntest du jetzt mal bitte das machen, was ich will? Ich nehme jetzt die Kamera, die lässt sich deutlich einfacher lenken. Huh? Auto! Autos nehme ich immer gern. Musik? Ja, bringt mir alles nichts hier. Mann, wo ist dieses Scheißteil? Ist das ganz unten? Ihr habt es bestimmt schon hier gesehen und ich bin einfach dran vorbeigelaufen und ich spring mal hier runter, ich verrückter Typ. Hechten. Ich will jetzt... Frisch vermählt. Läuft zurzeit im... Oh Gott. So kaputte Menschen hier. Hier unten? Nee. Ah.
Muss ich jetzt echt dahin klettern ums chemische Komponente? Ah, verstehe. Nee, das will ich nicht sprengen, sonst sterbe ich am Ende noch selbst. Ich möchte Geldautomat. Kriege ich hier Geld? Wie viel? 140. Okay, dann schnappe ich mir jetzt mein Moped, mein schönes. Habe ich das nicht hier irgendwo? Da ist mein Moped. Und so ein Mustang, aber nö, ich nehme jetzt meinen Moped. So, und ich will gerne in der Hauptmission weitermachen. Ich will jetzt zu meiner Familie. Echt, ich könnte mich hier stundenlang aufhalten und ich werde mich auch in dem Spiel wahrscheinlich stundenlang aufhalten. Das wird wahrscheinlich blöd, ich werde das wahrscheinlich... Gott. Kann ich eigentlich den Fokus auch... Geil! Ich kann den Fokus auch darauf einsetzen. Ich würde sagen, ich werde mich wahrscheinlich in dem Spiel stundenlang aufhalten und es wäre blöd, dass ich nur so wenig dass ich nur zweistellige Folgenanzahl gewählt habe. Ich werde vermutlich mehr brauchen. Da, das sind alles Nebenaufgaben, ne? Hast du kein Ey, ich habe einen Führerschein, lass mich in Ruhe, ich kann ja voll gut Moped fahren. Siehst du? So gut. Fixer Auftrag? Nein. Sorry. Ach so. Oh. Drehen wir doch mal rum. Hey, große Bruder. Ja? Kann ich jetzt... Halt! Fortschritt. ...1,9%. Fixaufträge, Auto auf Abruf. Ich habe nicht genug Geld, Kollege. Aber ich könnte mir ein Motorrad holen. Cool. Okay, die Karre ist bereit und wartet schon auf dich. Ach, scheiß drauf. Was kann die? Mit Alimenten Rückstand. Lass mich mal. Ich denke ja jetzt gerade nicht langfristig, ne? Bei den ganzen Hacks von den Bankkonten. Sorry, Leute. Ich muss da mal ein bisschen kurzfristig denken. Was können die mit dem Geld als nächstes anstellen? Ah! Musik. Wollte ich doch gar nicht. Ja, okay. Ey, es kümmert sich ja auch keiner drum, ne? Um diese Verbrechen. Alter, fährt sich das schnell? Scheiße. Und wieder versteckt die Fläche. What? Das ist doch nicht meins jetzt. Das ist doch neues, oder? Klingt besser und fährt sich jetzt plötzlich. So. Wenn ich so weitermache, bin ich bald tot. Was? Seit wann sollte es regnen? Aber es fährt noch. Nochmal, ich glaube, die Karre explodiert unter meinem Arsch. Ich kann mir ahnen, okay? Kein Problem. Oh, Scheiße! Upsala! Er ist da drüber gefahren.
Aber sie lebt noch. Sie lebt noch. Ich sag einfach, sie lebt. Okay, finden wir den Miss Kerl und bringen es hinter uns. Okay. Was macht er jetzt? Oh, warte! Nein! Oh. Überleg dir das doch mal. Bleib weg, Arschloch! Höhere Schüsse, Beeilung! Was zum Fick? LS an Einsatzkräfte. CTOS-Scan nach Verdächtigen wird gestartet. Nein, 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 nein! Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier, raus hier! Hacken. Ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Störsender. Scheiße. Transformatoren. Gegnerkommunikation stören. Ich versuche jetzt hier rauszukommen. Das war nicht so geplant. Scheiße. Ich nehme dir euren Moped. Ich nehme mein Moped. Ah, da war ja mein Moped. Warum war die Sicht so blöd? Nein! Geh weg! Ich von dir! Nein! Warum läuft das so scheiße? Verdächtiger ist vor Ort, wir sehen ihn. Oh Gott, nein! 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 Nicht dahin! Du Vollidiot! Ich weiß doch gar nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Lass mich in Ruhe. Ja, zum Glück können die hier nicht Einsatzwagen und so weiter. Und ich kann so relativ gut entkommen. Wo versteckt er sich? Hat ihn jemand gesehen? Shit, hab ihn verloren. Ja, ja. Gut. Hier einmal schnell raus. Auto nehmen. Weg damit. Geile Karre! An alle, Einheiten sind auf dem Weg zum Verdächtigen. Wow! Spring doch nicht in die Richtung! LS-938 Charlie hier. Wir kommen wieder zurück zur Basis. Scheiße, der hat ja den umgebracht. Ich will doch, dass hier keiner verletzt wird. Und ich wollte ihn auch nicht umbringen. Wie hätte ich da dazwischen gehen sollen? Dann beginnen wir. Erklären Sie uns doch zuerst, was die TOS. Nein. Ah, jetzt kann ich's starten. Der große Bruder, ja? Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Niki. Bin ich soweit. Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Also ich glaube, das wird jetzt hier mal... Kann ich die auch irgendwie speichern, die Karre? Ganz ruhig, Leute, ich packe hier nur. Sammelt Todeserzeigen? Wer macht denn sowas? Achso. Sie sind wohl hinten im Garten. Normale Menschen klingeln einfach, aber... Falscher Garten, tut mir leid.